Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einem neuen Video, zu einem neuen Legesystem aus unserer Reihe, aus unserem Legesystem, die wir aufgrund des Buchs von Hayao Bansaf, das Geheimnis der Hohen Priesterin, gerne vorstellen möchten. Ich habe mir heute ein eher kleines Legesystem vorgestellt mit 5 Karten. Ein Legesystem, das sehr einfach ist, und ein Legesystem, das uns mit 5 Karten zeigt, wo es die Reise hingehen will. Und dafür blättere ich euch gerne das Legesystem auf. Und zwar heißt es heute das Planspiel. Das Planspiel, ein relativ einfaches, unspektakuläres Spiel, das uns zeigt, wo die Reise hingehen kann, wo ich Informationen bekomme, wo ich erfahre, was ich in einer Situation gerne machen würde. Ja, und dann haben wir gleich mal rein. Ich habe mir heute als Karten, die berühmten Karten von Pamela Coleman Smith und Arthur Waite genutzt. Und ja, mich interessiert, wo geht denn mein Plan hin? Wo geht's auf? Wo habe ich denn Chancen? Wo kann ich Potenzial wieder rausfüllen? Dafür brauche ich 5 Karten. Bingo Nummer 1 kommt in die Mitte. Das ist der Signifikator, das auch das Vorhaben kennzeichnet. Nummer 2 kommt oben links hin. Das ist die der Frage vielleicht auch nicht bewusst treibende Kraft. Karte Nummer 3 kommt oben rechts hin. Karte Nummer 3 zeigt uns an die objektiven Einwände oder Bestärkungen. Karte Nummer 4 unten rechts, da geht es um das Gelingen. Beziehungsweise so wird es nicht gelingen, Entschuldigung. Und Karte Nummer 5, so wird es gelingen. So, und jetzt schauen wir mal, was uns die Bilder für dieses Legesystem zeigen. Ich lege immer die Karten aus, drehe sie immer um, damit man sich schon von Anfang an ein kleines Bild davon machen kann. Ja, wir sehen da auch eine große Arkana, der Teufel. Wir haben 2 Münzkarten, wir haben 2 Kelchkarten, wir haben eine Hofkarte dabei, also gut gemischt von dem gesehen, aber kein Schwert, wir haben keine Stabkarte dabei, also es geht eher um Emotionales, es geht eher um unser Inneres, es geht so um auch passive Karten der Elemente. Also es wird wahrscheinlich, um den Plan zu verwirklichen, ein bisschen gemächlicher gehen. Der Signifikator zeigt es auch schon an. 5 der Münzen, na, das ist immer so unser Hinweistool auf, man wünscht sich was, aber hat man wirklich das Budget dafür? Kann man es umsetzen? Hat man sich nicht verspekuliert? Haben wir irgendwo noch Dinge, wo wir besonders darauf achten sollen aus der Sicht des Monetären? Also das ist immer so die Übersichtskarte der Finanzen. So wird es gelingen, Position 2 oder auch die treibende, vielleicht sogar die unbewusst treibende Kraft. Na, man muss vielleicht ein bisschen sich überlegen, welche Kräfte gebe ich da rein? Habe ich unbewusste treibende Kräfte, die so ein bisschen diabolisch sind? Habe ich Dinge, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt das einsetze, wenn ich da reingehe, dann bringt es mir den Drive,
Aber man muss natürlich aufpassen, ne, weil im Teufel ist ja auch natürlich immer so der Hinweis darauf, pass auf, was du tust, weil es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Es kann natürlich auf einmal diese ganzen Einwände, Beschränkungen, die der Teufel auch mit sich bringt, das kann natürlich auf einmal hergehen und da kann es dir passieren, dass es auf einmal nicht mehr so wohlwollend positiv ist, wie du dir das vorstellst, oder dass die ganze Sache in eine Richtung geht, wo es dann blöder wird. Position 3, oben rechts, dritte Karte, das sind die objektiven Einwände oder Bestärkungen. Naja, wenn ich den König der Münzen hier so anschaue, dann frage ich mich, was kann mich da beschränken? Eher kann mich da meine große Möglichkeit der Großzügigkeit auf die Füße fallen. Also da ist vielleicht auch die Überlegung, was habe ich denn überhaupt? Und bin ich bereit, es auszugeben? Bin ich bereit, es einzusetzen? Und kann ich dann schlussendlich auch dadurch einen wunderbaren Gewinn daraus produzieren? Das wäre die Karte Nummer 3. Ja, bis jetzt sind wir ganz gut zufrieden. Was haben wir weiter? Nummer 4, so wird es nicht gelingen. Ja, also wenn ich da mich emotional auf den Weg mache, wenn ich da die Leute darum bitte, dass sie mich unterstützen, dann wird das nichts werden. Ich denke, ich muss da schon, wenn ich diabolisch gegenüber, muss da schon vielleicht das eine oder andere Däumchen drehen, muss da vielleicht schon weggehen von dem Emotionalen, sondern klare Kante zeigen, was ich möchte. Ja, und was liegt denn auf, so wird es gelingen? Die 9 der Kelche. Großzügigkeit. Herzugehen und auch klar zu zeigen, was man bereit ist zu geben, um das ganze Werkel zu beschleunigen, dass da was draus wird. Und ich denke auch, man muss auch bei dieser ganzen Großzügigkeit aber auch einhergehen und sagen, Moment mal, Moment mal, wir sind nicht da der billige August, sondern wir haben da ganz klar eine Vision für unseren Plan. Schauen wir uns vielleicht noch die Quersumme an. Ja, die Quintessenz. Wir haben hier die 5, wir haben hier die 15 macht 20, die beiden Hofkarten zählen nichts und dann haben wir doch mal 9, das wäre 29, ja, 15, 20, 29 geht nicht. Alles, was über den Narren, der ja bei 22 angesiedelt ist, geht nicht. Wir haben die 29, 2 und 9 macht 11. Ich hole noch schnell die Karte 11 dazu. Wir haben natürlich bei der Karte 11 dank dem System, das wir von Wade kennen, ja zwei Karten, nämlich nicht nur die Kraft, sondern auch die Gerechtigkeit. Und gleich lege ich sie euch dazu, wenn sie freundlicherweise uns auch stellt. Da haben wir sie. So, ne? Wenn ich jetzt eben hergehe und mich frage, geht mein Plan wirklich auf? Haben wir die Chance, dass wir klar rauskommen? Ja, dann sagt auch die Gerechtigkeit, ja, natürlich hast du die Chance. Aber du musst auch immer überlegen, was gibst du dafür? Was bist du bereit zu geben? Um das zu bekommen, was du dir wünschst, ne? Dass die Waagschale, die wir hier in der Karte sehen, dann auch wahrlich dahin geht. Ne? Wenn wir sagen, nee, also für uns ist es nicht so stimmig, dass die 11 da liegt, sondern es müsste eigentlich die Kraft sein, dann sollten wir hergehen und sagen, ja, welche Energie haben wir in uns? Ja? Und haben wir dann diese Energie so raus, dass wir am Ende des Tages wirklich die Kraft haben, dass wir auch da enden. Ja? Aber ich denke mir, mit diesem Ablauf sind wir schon sehr gut angebunden und haben schon sehr viel Kräfte, sehr viel Positives bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Legesystem gefallen. Wenn ihr Infos dazu haben wollt, schreibt es uns entweder in die Kommentare oder gibt uns über E-Mail Feedback, wie immer unter agora@dimantica.de. Wenn ihr
ein System habt, wo ihr sagt, wow, das ist so toll und schön, kennt ihr das schon? Ja, vielleicht kennen wir es noch nicht. Schreibt uns an, gebt uns da Feedback, wir freuen uns immer. Wir freuen uns über eure Kommentare, über euer positives Feedback. Liked uns und wie immer an dieser Stelle, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr bei uns die Zuschauerzahlen vergrößert. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Bleibt beharrlich, bleibt gesund und never give up. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, tollen Tag. Danke fürs Zusehen.